Ah, Sonne scheint, kann man ein bisschen Gartenarbeit machen. Das Kaukasus-Vergissmeinnicht blüht schon. Und auch die wilde Johannisbeere. Mal alles zu Häufchen aufschichten, was wir das letzte Mal zurückgetrennt haben. Bitte? Ich sagte mal alles zu Häufchen aufschichten, was wir das letzte Mal zurückgetrennt haben. Ja. Na, beschwert sich die Vereinigte Vogelschar, dass zwei Beiner in ihrem Revier unterwegs sind. Müsst ihr euch jetzt langsam dran gewöhnen, Jungs. Ist ja gut, ist ja gut. Wendel erst ganz langsam an zu wachsen. Ja. Aber ganz langsam. Aber die sind ja tiefer, die Wurzeln. So, du kriegst Wasser. Nicht zu viel. Ansonsten musst du es hier drin noch aushalten bis nach den Eisheiligen. Und mediterrane Pflanze. Wachs schon mal schön. Und was machen wir eigentlich mit dem dämlichen Moos da? Da müssen wir uns... Ich habe es ja im letzten Jahr schon versucht, das abzuschrubben. Das ging ja nicht mehr. Ja, also... Doch chemische Keule. Ja, kommen wir nicht umhin. Genauso schafft man Nistmöglichkeiten für Bodenbrüter, indem man den Schnitt unter die Hecke und nicht extra auf den Komposthaufen verpackt.
und ab unter die Hecke. Die Feldsperlinge wird's freuen. So, Schubkarre, stehst du wieder in deiner Garage? So, Dille. Ich habe auch zum ersten Mal meine Weste hier an dem Garten.